aus Erlangen hat für dich ein tolles Bodystyling aufgenommen. Viel Spaß damit. Hallo liebe City-Aktivmitglieder aus Erlangen-Schwabach, mein Name ist Nina und wir machen jetzt eine Workout-Stunde, Bodystyling, bisschen funktionelles Training. Du brauchst dafür eine Matte oder irgendetwas anderes, wo du dich dann am Schluss ein bisschen drauflegen kannst. Dann würde ich sagen, starten wir gleich. Viel Spaß damit! So, wir starten mit dem Warm-up fürs Workout. Dazu laufen wir erstmal locker am Platz und kreisen die Schultern nach hinten. Wir werden größer mit der Bewegung, nehmen den ganzen Arm dazu. Groß und weit, ziehst du nach hinten. Wärmen erstmal so ein bisschen den Oberkörper, den Schulterbereich auf. Zieh einmal mit dem rechten, einmal mit dem linken Arm nach hinten. Schön weit zurück. Heb deine Knie im Wechsel rechts und links. Zieh die Wirbelsäule schön lang. Lass die Schultern jetzt locker tief. Genau. Bring schon mal ein bisschen Grundspannung in die Bauchmuskeln, indem du den Nabel fest nach innen einziehst. Und du gehst langsam Knie hoch und tief. Hoch und tief. Beug die Beine. Komm hoch, komm tief. Komm hoch, komm tief. Setz dich mit dem Po nach hinten. Achte auf die Knie, sie sind hinter den Fußspitzen. Komm hoch und tief, hoch und tief. Zieh dein Knie immer höher ran zum Körper, sodass dein Hüftbereich schön warm wird, die Beine schön warm werden. Bleib tief. Beug die Beine so tief, wie du kannst. Setz dich. Wenn sich die Fersen leicht heben, ist okay. Nimm die Finger Richtung Boden. Streck den Rücken. Schieb mal die Knie aktiv nach außen. Wunderbar. Du drehst dich im Oberkörper. Einmal mit dem rechten Arm und einmal mit dem linken Arm in die Seite auf. Drehen zur Mitte. Schau, dass die Beine stabil bleiben. Seite, noch eine Wiederholung. Rotationsbewegung, Drehbewegung im Oberkörper, oberen Rücken. Dann bleib in der Mitte, setz die Hände vor dir auf und schau mal, dass du mit den Füßen nach hinten läufst. Du bringst dich in eine langgestreckte Stützposition. Dabei sind deine Hände unter deinen Schultern. Streck dich, schieb die Schultern tief, der Bauch ist fest. Zieh hier mal im Wechsel deine Knie nach vorne. Mach dich ganz stark, drück dich weg. 4, 3, 2, bleib hinten stehen, halt. Streck mal die Beine ganz, ganz lang. Schieb die Fersen raus. Jetzt läufst du mit den Füßen nach vorne. Lass die Beine dabei so lang gestreckt, wie es nur geht. Bis es nicht mehr weitergeht. Dann beug die Knie leicht. Lauf ein Stück nach vorne. Und du rollst dich auf. Heb die Arme, mach dich lang und zieh hier nochmal im Wechsel dein Knie nach oben. Rechts und links. Anstatt nur des Knies nimmst du dein Bein gestreckt nach vorne. Such mit der Fußspitze zu deiner Hand zu kommen. Nicht mit der Hand zur Fußspitze. Bleib aufrecht im Oberkörper. Wunderbar. 4, 3. Zwei noch. Heb nochmal nur die Knie. Sehr schön. Lass dein rechtes Bein in der Luft. Mach einen großen Schritt nach hinten. Becken aufrichten. Komm hier mal tief und hoch. Tief und hoch. Sehr schön. Bleib unten, halte. Zieh dich lang. Streck dich sanft die Vorderseite hier über die Hüfte lang strecken. Nimm die Hände jetzt nach vorne zu deinem Fuß. Streck deinen Rücken, streck.
Bein, du löst deine linke Hand und drehst den Oberkörper auf in die Seite, senk den Ellbogen Richtung Boden, öffne weit und komm wieder tief, öffne weit und komm noch einmal in die Bewegung, richte dich auf, schließ die Beine, zieh im Wechsel die Knie hoch, streck dich lang. Bereit für die zweite Seite. Linkes Bein bleibt hier. Großer Schritt nach hinten. Becken etwas aufrichten. Wir gehen tief und hoch. Wieder sanft auch über die Hüftvorderseite in die Länge gehen. Und wir bleiben unten. Halten. Streck dich nach. Ganz groß machen. Von hier aus nimmst du deine Hände zum Boden. Stütz dich ab. Streck deinen Rücken, streck dein hinteres Bein ganz lang. Jetzt ist dein rechter Arm dran. Dreh dich auf, senk dich ab. Dreh dich auf, senk dich ab. Dreh dich auf. Einmal noch. Und dann kommst du hoch. Richtest dich noch einmal auf, streckst den ganzen Körper. Arm und Kopf einmal sinken lassen. Roll dich Wirbel für Wirbel ab. Mobilisiere noch kurz die Wirbelsäule, roll dich wieder Wirbel für Wirbel ab, streck dich lang, einmal noch tief kommen, abrollen und wieder aufrollen und bleib in der Streckung, mach dich groß. Eine Hand hinter den Kopf, die andere hintere Lendenwirbelsäule verschwinden lassen, gehst im Wechsel, einmal oben, einmal unten zurück. Such wirklich hinter den Kopf und hinter deine Lendenwirbelsäule zu gehen. Der Oberkörper bleibt ganz stabil. Letztes Mal. Und lass locker. Ich glaube, wir sind warm. Lass die Schulter nochmal kreisen. Das heißt, wir starten mit unserem Workout. Schieb die Schultern tief, bring Kraft in den Körper. Bauch festmachen. Und wir gehen als erstes im Wechsel mit den Füßen nach hinten. Tipp mit dem Fuß nach hinten. Drück den Fußball in den Boden rein. Du schiebst dich aktiv wieder hoch. Drückst dich weg. Jawohl. Mach den Schritt gleich etwas größer. Zurücksteigen. Zurücksteigen. Wenn du zurückgehst, kommst du tief. Setz dich tief. Komm hoch. Tief. On. Tief. On. Yeah. Dein Oberkörper bleibt komplett aufgerichtet. Lange Rücken. Denke an die Körperspannung, die Körpermitte schön stark. Achte auf dein Knie vorne, es ist stabil über dem Fußgelenk ausgerichtet. Zeig immer in die gleiche Richtung, wie deine Fußspitze. Genau, komm tief. Langsam wirst du immer wärmer, das heißt, du kannst immer tiefer in die Bewegung reingehen, das Knie fast bis zum Boden bringen. Im Wechsel noch 8. Vier. Drei so. Achtung, nur noch mit dem rechten Bein. Zurück. Und ran, zurück, und ran. Kannst die Arme hier etwas mitnehmen. Athletische Running Arms, gegen gleich. Tief und wieder hoch. Nimm mal vorne dein Knie mit nach oben. Komm tief, komm hoch. Komm tief, komm hoch. Richtig nach unten mit dem Knie, richtig nach oben mit dem Knie. Komm mal. Acht Stück. 7. Drück dich raus. Sehr gut. Stabiles vorderes Knie. 4. 3. 2 mal noch. Achtung, bleib oben. Halt. Streck mal die Arme zur Seite. Du drehst die Daumen zur Hinter nach vorne. Dreh auf, dreh ein. Dreh auf, dreh ein. Schulter tief gedrückt. Arme schön lang. Schau mal, dein Bein bewegt sich mit. Weg. Und ran. Weg. Und ran. Halte dich in der Balance. Halte den Körper ganz stabil. Weg.
Andere. Weg. Andere. Weg. Und was könnten wir jetzt nochmal machen? Tief und hoch gehen. Tief. Und hoch. Here we go. Tief. Und hoch. Ja, es ist immer noch das gleiche Bein. Tief. Und hoch. Tief. Und hoch. Wie sieht's aus? 8 Stück noch? Let's go. Schön stabil. Aufrechter Oberkörper. Gib mir noch 4. 3. 2. Oh oh. Bleib noch einmal oben, Balance. Streck die Arme, schieb die Schultern tief. Kreis mal mit deinen Armen. Kleine Kreise nach hinten. Wupp, 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 wupp. Stell den Fuß locker ab. Arme machen stabil weiter. Bauch ist fest. Werd schneller. Ganz klein und schnell. Stabiler Körper. Lang gestreckt. Eieiei. Zack, 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 zack. Perfekt. 4, 3, 2, lösen. Handflächen zeigen nach vorne. Auf und zu mit den Armen. Dein Rücken ist lang, beug die Knie leicht, schieb mal den Po nach hinten raus. Geh mit langem Oberkörper nach vorne. Die Arme ziehen jetzt gegen die Schwerkraft nach hinten. Du öffnest weit in die Seite. Genau. Nacken ist lang, das heißt, der Blick dann mehr Richtung Boden. Die Schulterblätter tief gedrückt. Du hast auch immer noch eine richtig schöne Spannung in der Bauchmuskulatur. Bleib mal hinten, zieh, zieh, zieh. Zieh, zieh, zieh. Yeah. 4, 3, 2, nochmal ganz bewegen. Öffnen, schließen, öffnen, schließen. 4 Stück. 3-mal. Letzten 2. Einer noch. Und wir lösen, indem wir Richtung Boden kommen. Setz die Hände am Boden ab. Steig mit den Füßen zurück. Bring dich in eine gerade Linie mit deinem ganzen Körper. Schultern tief, drück dich weg vom Boden. Spann deinen Bauch. Zieh hier, wechsel dein Knie nach außen vor. Nach außen vor. Wenn du merkst, wird dir zu viel, setz die Knie ab. Aber bleib mit dem Oberkörper unter den Beinen. Den Oberschenkel in einer Linie. Zieh weit nach vor. Nach vorne, außen, nach außen. Zieh richtig neben dein Ellbogen, so hoch wie du kannst. Yes. Und wir bleiben hinten. Setz die Knie kurz ab. Schieb mal den Po Richtung Fers. Lass für einen Moment locker. Langer Rücken, beug die Arme, senk dich ab. Nimm die Arme neben den Körper, Schultern zurück. Spann deinen Po, streck mal die Beine lang, Füße am Boden. Der Bauchnabel ist fest eingezogen. Du beginnst, den Oberkörper anzuheben und wieder abzusenken. Zieh dich hoch und komm wieder tief. Zieh dich hoch, komm wieder tief. Gerne schneller, heben, senken. Ganzen Körper, vor allem aber in der Bauchmuskulatur halten. Unterstützt den Rücken durch die Bauch- und die Po-Spannung. 7, 6, 5, 4 Stück noch, komm. 3, 2, letztes Mal und kurz lösen. Wir kommen als nächstes in den Unterarmstütz. Deine Ellbogen unter der Schulter, die Füße aufgestellt. Drück erstmal die Knie in den Boden rein und heb dein Becken. Spannung im Bauch. Rechte Hand aufstellen, linke Hand aufstellen. Rechter Ellbogen tief, linker Ellbogen tief. Wir beginnen wieder mit rechts beim Hochgehen und wieder mit rechts beim Tiefgehen. Gerne schneller werden. Schieb dich hoch und komm tief. Schieb dich hoch und komm tief. Yes. Schöne Stabilität über die Schulter, Kraft im Bauch. Wieso eigentlich nicht die Knie anheben? Probier mal. Tief. Komm hoch. Komm tief.
Endspurt. 4 Stück. Stabiles Bleiben, ganzen Körper, kraftvoll. 2-mal, komm. Der letzte. Und bleib oben. Sehr schön. Richte dich auf, locke kurz den Schulterbereich. Und dann kommst du hoch zum Stehen. Ist euch auch schon warm? Ich würde sagen, wir machen eine kleine Trinkpause, bevor wir mit dem anderen Bein weitermachen. Trink mal einen Schluck. Wir trinken noch mal einen kleinen Schluck. Und dann kann es auch schon wieder losgehen. Wir starten noch mal mit den Ausfallschritten, mit dem Schritt nach hinten im Wechsel. Steig nach hinten. Mach den Schritt gleich wieder schön groß und weit. Zurückkommen und über den großen Schritt kommst du auch richtig schön tief. Ja, tief, on, tief, on, im Wechsel, tief, on. Der Oberkörper wieder schön aufgerichtet und stabil. Bauch ist fest. Drück dich hinten mit dem Fußball weg vom Boden. Schieb dich hoch. Schieb dich hoch. Im Wechsel machen wir noch 8 Stück. Stabiles vorderes Standbein, Knie. Aktiv über dem Fußgelenk. Yep. 4-mal. Noch 3. Noch 2. Achtung, nur noch mit dem linken Bein. Zurück und ran. Zurück und ran. Komm tief, komm hoch. Komm tief, komm hoch. Körperspannung halten. Tief und hoch. Und auch hier hebst du vorne dein Knie mit an. Tief kommen, hoch kommen. Tief und hoch. Such wieder von unten, vom Boden schon fast aus, dein Knie so hoch wie möglich zu bringen. Ganz groß bewegen. Tief, hoch, tief, hoch. Yes, yes. Und wir machen noch 8 Stück auf der Seite. Auf und an. Handfläche zur Decke, Handflächen zum Boden. Die Schulter schön außen rotieren, innen rotieren. Körperspannung, das Bein zurück und vor, dazu rück und vor, rück und vor. Halte dich wieder ganz stabil und stark in der Körpermitte. Genau. Auf die Plätze fertig, tief und hoch. Lass die Arme locker. Mal richtig schön in den Ausfallschritt. Nach runter. Nach runter. Yes. Wunderbar. 8 Wiederholungen noch. Yep, yep. Viermal. 3 Stück. 2. Der letzte. Bleibt nochmal in der Luft. Die Arme kreisen. Nach hinten. Kleine Kreisbewegung, Schultern tief. Den Fuß darfst du stabil zum anderen abstellen. Arme machen weiter. Bring nochmal richtig Kraft in den Oberkörper, Bauch fest. Und schneller. Hopp, 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 hopp. Arbeite etwas in der Schultermuskulatur und in der Chormuskulatur, die uns stabilisiert. Yep. Rücken lang und lösen. Handfläche nach vorne öffnen. Und schließen die Arme. Senk den Oberkörper etwas ab nach vorne, indem du die Knie leicht beugst, den Po zurückschiebst. Öffne nach außen, zieh weg. Zieh weg, Bauch ist fest. Öffnen und schließen. Schau, dass die Schultern unten sind, weg von den Ohren. Dann bleibt der Nacken entlastet.
Du ziehst aus deiner Schulterblattmuskulatur, aus der Schultermuskulatur hinten. Tempo. Zieh nach. Zieh nach. Zieh. Wuh. Wupp. 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 Sehr gut. 4, 3, 2. Nochmal ganze Bewegung. Öffnen und schließen. Öffnen und schließen. Jep, 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 jep. Endspurt. 4, 3. Zweimal noch. Und du setzt die Hände wieder vor dir auf deine Matte oder dein Handtuch ab. Kommst in die Stützposition. Machst dich ganz lang. Hände unter der Schulter. Schultern tief. Nabel rein. Streck die Beine mal relativ lang. Positionier dich hier. Zieh noch eine Runde. Im Wechsel mit den Knien nach außen vorn. Nach außen vorn. Zieh weg. Zieh weg. Du hast wieder die Möglichkeit, die Knie abgesetzt zu lassen. Trotzdem die Körperspannung halten. 6 Stück. 5 drück dich weg. 4 Mal noch. 3, 2. Und der letzte. Lass kurz locker. Setz dich nach hinten. Löst im Moment die Spannung. Aus wieder in die Bauchlage. Geh über die Stützposition langsam auf den Bauch tief. Du nimmst deine Arme nach unten neben den Körper, schiebst die Schultern zurück, spannst den Bauch wieder richtig fest an, zwick die Pobacken zusammen, streck gerne die Beine, Becken bleibt liegen. Du ziehst den Oberkörper hoch und kommst wieder tief. Zieh dich weg vom Boden, Bauch ist fest und komm wieder tief. Zieh hoch. Komm tief. Bleib mal ein Stückchen angehoben. Heb deine Arme. Nimm die Arme über die Seite hoch. Über die Seite wieder tief. Arme vom Körper aus, über Kopf, über die Seite wieder zum Körper führt. Einmal noch so. Hände wieder zum Körper halten und der Oberkörper. Zieh hoch. Komm tief. Zieh hoch. Komplette Körperrückseite arbeitet. Halte Spannung im Bauch. Zieh. Wunderbar. Nochmal leicht angehoben halten. Die Arme gehen hoch und tief. Hoch und tief. Spannung im ganzen Körper. Atme tief weiter. Ja. 2 Mal noch. Endspurt. Arme am Körper. Oberkörper. 8 Mal heben. 7, 6. Die letzten. 4. 2 Stück und lass locker, kurz ablegen, Pause, sehr, sehr gut. So, ihr wisst, jetzt kommt nochmal der Unterarmstütz, Ellbogen unterhalb der Schulter. Stell deine Zehenspitzen hinten auf, bring wieder Kraft in den Körper, drück erstmal die Knie in den Boden, heb dein Becken, richte deinen Rücken stabil und lang aus. Schultern tief. Der linke Arm ist dran. Schieb dich hoch. Hand links aufsetzen. Hand rechts aufsetzen. Linker Arm tief. Rechter Arm tief. Nochmal langsam. Drück dich mit links nach oben. Setz als erstes auf den linken Ellbogen wieder ab. Gerne wieder schneller. Lauf hoch. Lauf tief. Mit links beginnen. Hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Yes. Gerne wieder probieren, die Knie anzuheben. Eine Linie mit dem ganzen Körper. Bleib in den Schultern stabil. Halte die Spannung im Bauch. 4 Stück noch, komm. Hoch. Und tief. 3 Mal noch. Hoch. Und tief. 2 Mal. Here we go. Letztes nach hochschieben. Und wir lösen. Sehr, sehr gut. Richtig auf. Locker die Schultern. Als nächstes kommen wir zum Sitzen auf die Matte. Das heißt, du stellst dir deine Füße vor dir auf. Stellst am besten die Fersen auf.
richte deine Wirbelsäule auf, indem du dein Becken aufrichtest, dein Brustbein hebst. Schieb die Schultern tief, streck dich ganz lang, spann deinen Bauch. Neig dich etwas nach hinten, löse mal die Hände, gerne schließen, Schultern bleiben hinten. Du drehst dich einmal zur rechten, einmal zur linken Seite mit deinem ganzen Oberkörper. Die Wirbelsäule bleibt schön lang gestreckt, der Bauch ist fest. Achte mal drauf, dass sich deine Beine nicht bewegen. Gerne hier die Zehenspitzen nochmal richtig aktiv ranziehen. Vielleicht möchtest du etwas schneller werden. Bleib schön stark in den Bauchmuskeln. Probier gerne mal die Füße anzuheben. Wenn es zu viel wackelt, lass sie lieber abgestellt. Spannung im Körper. Yes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, geschafft. Setz die Füße ab, nimm die Hände mal hinter deinen Körper. Stabil die Füße vorne aufstellen, stabil hinten die Hände aufsetzen. Die Schultern gehen nach hinten runter, du streckst deinen Rücken lang. Bauch ist fest. Wir schieben das Becken hoch, wir heben eine Hand mit vom Boden. Drück dich hoch und komm wieder tief. Drück dich einseitig aus dem Arm hoch und wieder tief. Schau am besten zu deiner Standhand. Dann hast du hier eine schöne stabile Ausrichtung über die Schulter. Drück dich weg. Jawohl. Drück dich weg. Gerne etwas schneller. Up and up. Aber ganz kontrollierte Bewegung. Lass die Beine stabil mittig. Lass nur den Oberkörper die leichte Drehung in die Seite gehen. Oh oh. 8 Seiten. Dein Tempo. 4, 3. Drück dich aus der Schulter raus. 2. Der letzte. Und lass locker. Wunderbar. Wir kommen zum Abschluss in die Rückenlage. Roll dich einmal nach hinten ab. Oberkörper mal locker ablegen. Nimm dann gerne die Hände hinter deinen Kopf. Stütz den Nacken etwas, zieh dein Kinn sanft zum Hals ran. Bring ganz viel Spannung in die Bauchmuskeln. Dann rollst du den Oberkörper auf und rollst ihn wieder ab. Zieh dich hoch und komm tief. Mit der Ausatmung kommst du hoch, mit der Einatmung tief. Zieh dich gerade hoch und komm wieder tief. Hoch und komm tief. Schön klein und rund machen. Zieh dich weg vom Hoch. Sehr schön. Zieh dich weg. Lass die Bauchmuskeln arbeiten. Bleib mal leicht angehoben im Oberkörper. Halt hier. Die Beine bringst du in den 90-Grad-Winkel. Dein Rücken liegt lang und locker auf der Matte, die Lendenwirbelsäule. Ja, bleibt sie auch, wenn du jetzt im Wechsel ein Bein von dir wegschiebst. Yes. Die Hände gerne hinterm Kopf lassen, den Kopf etwas stützen. Oder wenn es dir angenehmer ist, nimmst du sie nach vorne. Achte drauf, Kopf eingerollt lassen, sodass der Nacken entlastet bleibt. Halte Spannung im Bauch, schön einziehen die Bauchdecke. Atmen, fließen. Yeah. Weg. Und ran. Weg. Und ran. Und gesagt, ich sage noch, wir schaffen noch 8 Stück. 7. Die letzten 6. 5. So weit du kannst nach vorne unten mit dem Bein, aber stabil. 2 Stück noch. Letzter. Und kurz locker lassen. Leg den Oberkörper ab, hol die Knie einmal ran zum Körper. Dann stellst du deine Füße stabil ab. Legst die Arme locker neben dir ab. Füße stehen hüftschmal geöffnet. Dein Rücken ist in sich ganz lang gestreckt. Spann deinen Bauch, Nabel einziehen. Spann deinen Po. Drück mal die Füße fest in den Boden rein. Jetzt beginnst du dein Becken anzuheben und wieder abzusenken. Becken heben, Becken senken,
Schieb hoch. Komm tief. Schieb hoch. Komm tief. Drück dich richtig weg vom Boden. Etwas schneller. Push-up. Schieb hoch. Schieb hoch. Aktiviere die komplette Körperrückseite. Po fest. Aktiv auch im Bauch bleiben zum Stabilisieren der Wirbelsäule. 8 Stück hier. 7. 6. 5 mal noch. Letzten 4 so. 2 Stück. Achte, wir bleiben oben. Halte. Du hebst einmal dein rechtes, einmal dein linkes Bein. Becken bleibt auf einer Höhe. Kraft im Körper halten. Stabilisiert einen Rumpf. Achtung, rechtes Bein bleibt oben. Becken geht hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Den linken Fuß drückst du feste in den Boden rein. Drück dich raus. Drück dich raus. Super. 8 Stück. Kopf hoch und tief. Hoch und tief. Lass die Beinrückseite und den Po arbeiten. 4. 3. 2. Auf beiden Füßen geht's weiter. Hoch und tief. Hoch und tief. Spannung nochmal alles nach. Nabel rein. Po fest. Wir bleiben oben und heben im Wechsel die Beine an. Zieh hoch. Zieh hoch. Becken bleibt wieder auf einer Höhe. Körper stark. Das andere Bein, das linke Bein bleibt oben. Komm hoch und tief mit dem Becken. Drück dich raus. Drück dich raus. Der untere, der rechte Fuß, schiebt richtig in den Boden rein, sodass du viel Aktivität in der Beinrückseite und im Po hast. Stabilisier den Rücken, Nabel rein. Gleich geschafft. 4 Stück noch auf der Seite. 3, 2, einer noch und Endspurt. Beide Füße am Boden. 8 mal hoch. 7, 6, 5. Die letzten. 4 Stück. 3, 2 noch. Und bleib mal oben halten. Jetzt rollst du dich langsam Wirbel für Wirbel ab. Löse langsam die Spannung. Lass den Rücken lang und locker auf die Matte sinken. Wunderbar. Mach noch eine aktive letzte Übung. Einmal ein bisschen für die Armrückseite, aber auch wieder für die Chormuskulatur, für den Rumpf. Dazu stellst du deine Ellbogen eng neben deinem Körper seitlich ab. Schiebst die Schulterblätter nach hinten und zieh mal dein Kinn etwas näher ran in ein leichtes Doppelkinn und bring ganz viel Spannung in deinen Bauch. Dann drückst du deine Arme feste in den Boden rein, um deinen Oberkörper anzuheben und wieder abzusenken. Diesmal bleibt dein Rücken komplett in der Streckung. Du rollst dich nicht ein, sondern du bleibst lang. Du ziehst mit der Nasenspitze quasi über die Knie nach vorne raus. Der Nacken bleibt in der Position, Kinn rangezogen. Bauch spannt, schieb aus dem Arm. Druck in den Boden. Schieb dich weg. Schieb dich weg. 4 Wiederholungen noch. Komm, Endspurt. Yep, yep. 3. Nur noch 2 Mal. Und der allerletzte. Und dann löst du auf. Leg dich locker ab. Streck mal die Beine am Boden aus. Nimm auch mal deine Arme mit über deinen Kopf, sodass du den ganzen Körper lang ziehen kannst. Streck dich vor den Fingerspitzen. Bis zu den Fußspitzen lang. Atme tief durch, streck dich ein bisschen länger mit der Einatmung. Mit der nächsten Ausatmung löst die Spannung auf, lass locker. Nimm dann deine Arme mal locker zur Seite, öffne nach rechts und links, stell deine Füße auf, dein Rücken liegt locker auf der Matte und lass hier mal deine Knie etwas nach rechts und links pendeln. Lockern. Den unteren Rückenbereich, den Beckenbereich, ganz locker hin und her.
dann pendelst du dich mittig ein, holst dir die Knie zum Brustkorb ran, roll den Oberkörper, roll den Kopf ein, mach dich hier einmal ganz klein und rund und dann komm hoch zum Sitzen. Wir gehen noch in zwei kleine Stretches, kleine Dehnungen zum Abschluss. Dazu kommst du einmal in den Kniestand nach oben. Stell deinen rechten Fuß nach vorne auf. Mach den Schritt etwas größer. Richte das Becken mehr auf, Steißbein nach unten und senk deine Hüfte nach vorne, sodass du hier über deine Hüftbeuge auf der linken Seite eine sanfte Dehnung spürst. Lass die Hüfte nach vorne unten sinken. Dann zieh mal deine Arme mit nach oben, streck dich lang. Wenn du eine leichte Spannung im Bauch hast, kannst du auch mal probieren, dich leicht nach hinten zu ziehen, vor allem mit den Armen. Spann die Körpervorderseite sanft auf, um die Dehnung der Hüftvorderseite auch zu verstärken. Dann lässt du die Arme den Oberkörper nach vorne, nach unten sinken, schiebst dabei den Po zurück und ziehst, ganz wichtig, die Zehenspitze vorne mit ran. Dein Knie muss nicht gestreckt sein. Lass lieber den Rücken länger und die Zehenspitzen ganz nah herangezogen. Spürst so die Dehnung in der Beinrückseite. Und wir lösen auf, richten uns auf und wechseln das Bein. Der linke Fuß steht vorne. Mach den Schritt wieder etwas größer. Richte dein Becken auf und senk dich da nach vorne unten. Spürst wieder die Dehnung über die Hüftvorderseite. Richtig schön rein sinken lassen, in die Dehnung gehen. Auch hier verstärkst du, indem du deine Arme mit anhebst, die Fingerspitzen vom Körper wegziehst. Gerne auch wieder ein Stückchen nach hinten mit den Armen, vor allem leicht auch mit dem Oberkörper, wenn du magst. Dann löst du die Dehnung auf, setzt den Po zurück, senkst Oberkörper und Arme, ziehst vorne die Zehenspitze zu dir ran. Das vordere Bein kriegt wieder eine sanfte Dehnung, muss aber nicht gestreckt sein im Knie. Spür die Dehnung in der Beinrückseite. Und jetzt löst du langsam auf, holst dir beide Füße nach vorne. Stütz dich einmal mit den Händen am Oberschenkel ab, lass den Rücken rund und lass den Rücken wieder ganz lang werden. Du rollst dich ein, du ziehst dich lang, du rollst dich ein und ziehst dich lang. Noch einmal. Jetzt rollst du dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Oben angelangt, hebst du deine Arme, streckst den ganzen Körper hier nochmal richtig schön lang. Atme aus, lass locker. Atme ein, streck dich. Atme aus, lass locker. Ich danke dir fürs Mitmachen, fürs Durchhalten. Hast du hoffentlich auch. Ich freue mich, wieder euch auch in echtem Studio zu sehen. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt munter. Eure Nina. Super gemacht, sehr gut durchgehalten. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis bald. Tschüss.